Ein herber Rückschlag für Eishockey-Bundestrainer Harald Kreis. Denn drei wichtige Spiele haben für die kommende Weltmeisterschaft abgesagt. Sowohl NHL-Verteidiger Moritz Seider von den Detroit Red Wings als auch die Mannheimer Routiniers Corbinian Holzer und Matthias Plachter werden für die WM, die vom 12. bis 28. Mai in Lettland und Finnland ausgetragen wird, nicht zur Verfügung stehen, wie der Deutsche Eishockeyverbund am 18. April mitteilte. Wir werden selbstverständlich nur Spieler mit zur WM nach Tampere nehmen, die sich zu 100% bereit fühlen für die Aufgabe und auch nicht angeschlagen oder gar verletzt sind, lautet die Begründung von Kreis. Besonders Seider hatte in den vergangenen Jahren eine wichtige Rolle im DEB-Kader eingenommen. Für die kommende Weltmeisterschaft muss er leider passen, da er nach einer langen, für ihn intensiven NHL-Saison einige Blessuren vollständig auskurieren muss, erklärte DEB-Sportdirektor Christian Künast.